Ich höre auch einen Frosch. Ein Froschen? Ah, das ist kein Blutstränenfrosch, der leuchtet nicht rot. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta. Was meint ihr, wollen wir mal ein paar Flugstunden nehmen? Ich denke schon. Let's go. Die fehlende Blutsträhne vom letzten, das schauen wir dann ein andermal, dass wir die noch finden. Ah ja, wir erinnern uns. Hier hat uns der Frosch gesagt, hier, ihr geht's nicht gut. Okay. Was? Ah, ich hab grad die Spinne. Ach, da schauen. Okay. Ich kann mit dir einfach alles umlaufen. Das ist ja natürlich sehr angenehm. Und hier ist auch schon was. I'm all out. Gibt's hier eigentlich noch was, wenn ich nach hinten gucke? Okay, da haben wir leider nicht getroffen. Finish them. Ja, die Tür ist ja zumindest zu. Aber gibt's da was obendrauf? Okay, ich selber komme nicht obendrauf. Aber sie kommt obendrauf. Ah, da ist nichts. Okay. Ja, wir könnten uns jetzt natürlich sparen, das alles kaputt zu machen. Aber ehrlich gesagt, will ich das schon machen. Achso, das ist kaputt. Okay. Und könnte ich jetzt wirklich eigentlich einfach hier durchlaufen? Ja. Das ist gut zu wissen. Dann ist die Spinne auch ganz cool zum Kaputtmachen von Stuff. Ja, finde ich ja schön. Okay. Bringt es was, wenn ich hier entlang jumpe? Ja, da sehe ich doch schon oben was. Ich höre auch einen Frosch. Froschen? Ah, das ist kein Blutstränenfrosch, der leuchtet nicht rot. Ja, gut, ich denke. Ich weiß nicht, ob das optional ist, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht einschätzen. Aber wir schauen uns einfach mal um, Leute. Wir werden schon was finden. Das hier ist aber auf jeden Fall optional. Okay. Einfach mal hier Neidballon. Und dann haben wir es auch schon. Okay. Das hat doch gut geklappt. Es hat sogar sehr gut geklappt. Ja, rein Platin. Das nimmt man gerne. Das haben wir reingehauen. Wegen rein Platin. Ach, gucke mal. Ich habe mir doch gedacht, das ist zu verlockend. Da würde ich was reinplatzieren als Entwickler. Und zack, da ist was drin. Wahnsinn. Und was ich auch machen würde, kann man das jetzt zerstören? Scheint nicht so. Da kann man vielleicht irgendwie. Nö, man kann nicht rein. Wir können rauf, ja, aber.
Ja, ja, da ist was. Bitte kein Sammelding, bitte kein Sammelding, bitte sei kein Sammelding. Okay, cool. So gefällt mir das. Ja, okay. Da unten wird nichts sein, außer tot. Da ist nichts außer tot, okay. Hier ist auch nichts außer tot. Okay, cool. Also auch nur, weil wir da nicht runtergefallen sind. Klar. Aber wir sind ja nicht blöd. Bringt das was? Okay, keine Ahnung. Moment, kann ich hier... Höp, höp. Da rein. Ich kann rauf. Okay. Aber es bringt mir nichts. Okay, schade. Hätte ja sein können. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwie die anzünden kann oder so. Da glaube ich nicht dran. Aber wir haben jetzt mal einen schönen Ausblick von hier oben. Da unten ist ein Wasserfall, der uns nicht allzu viel bringt. Und diese Vordinger hier bringen uns auch nicht allzu viel. Richtig? Richtig. Okay. Das heißt, wir haben da unten gleich noch ein Wasserbecken, was wir erkunden können. Und vielleicht finden wir hier noch einen Frosch. Ein Froschen. Hier quakt zumindest rum. Da unten. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder nicht der Blutstränenfrosch. Ah, hier ist was. Quack, das war der Blutstränen. Das war der Blutstränenfrosch. Falsches Menü. Richtiges Menü. Als nächstes müsste also die Krähe kommen. Denn es ist Krähenzeit. Ja, ja. Gibt's hier was? Antwort ist nein. Wie es scheint. Ja. Das nenne ich ein eindeutiges Nein. Schadi. Schar.de. Oder so ähnlich. Gut. Noch mehr Quakerei. Ja, komm. Kann ich die mit dir sammeln? Kann ich nicht. Moment, halt. Da haben wir was. Die haben wir auch. Schön. So gefällt mir das. Your turn. Gut. Jetzt schauen wir mal nochmal hier, wo ich mal herkomme. Wir haben es da ein bisschen Vorgriffe, indem wir direkt da drüben runtergesprungen sind. Und hier ist tatsächlich noch was. Eine Figur. Okay, und da kamen wir her. Gut. Und eigentlich, wenn man jetzt hier rein storytechnisch spielt, würde man hier lang gehen. Mach die mal kurz kaputt. Und würde dann da lang gehen. Okay. Aber wir spielen ja nicht rein storytechnisch. Ja, bei meinen Let's Plays liegt der Hauptpunkt auf der Story, aber ich will dann auch, wenn es nicht zu nervig ist, dann doch möglichst viel entdecken. Aber eben nicht erzwungene 100%, obwohl man sich abnerven lässt. Ihr kennt mich. Das finde ich eine ganz angenehme Art, Spiele zu spielen. So ein bisschen der Kompromiss aus beiden. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. So, dann schauen wir mal. Können wir hier... Können wir hier die Steine kaputt machen? Scheinbar nicht so. Ich finde den Stein da oben halt verdächtig.
Ist, als ob der kippen könnte. Ja, die ist einfach runtergefallen. Okay. Okay, die können wir nicht kaputt machen. Okay, das Spiel will, dass wir geradeaus gehen. Wir gehen erstmal links lang. Bringt uns das was? Antwort ist nein. Es sei denn, ich komme da hoch. Ich komme nicht da hoch. Es sei denn, ich wechsle mal. Weil dann habe ich hier ja die Möglichkeit, kurz zu pausieren. Und dann komme ich auch da hoch. Gewusst, wann man was nutzen muss. Hier können wir zwar durchgucken, aber nicht durchkommen. Da ist kein Durchkommen. Auch das bringt uns nichts. Auch das nicht, aber das war ja wirklich hart. Ja, okay, hier wollen sie uns schon gar nicht mehr haben. Dann ist da nichts. Dann ist da nichts, Leute. Den hier werden wir auch so nicht kaputt kriegen, wahrscheinlich. Nee, der bewegt sich ja auch gar nicht. Nee, okay. Das können wir vergessen. Den können wir noch kaputt machen. Bam! Die hängt dann nur so rum. Was war eigentlich nochmal das auf der linken Seite? Ach, das war meine Alrauni, ne? Okay, die können wir auch mal schnappen. Die Säulen finde ich zu verdächtig. Da könnte man halt ganz gut was dazwischen verstecken oder oben drauf. Oben drauf. Gerade bei der hier, die so kaputt ist, gehen wir darüber. Und von da aus kommen wir rauf. Ja. Dann sind wir oben drauf. Und sehen nichts. Als ob ihr da nichts draufgepackt habt. Ist verarscht mich nicht. Da ist echt nichts. Das ist ja enttäuschend. Kann ich eigentlich... Oh. Jetzt mach mal nicht so einen Wirbel, dafür bin ich zuständig. Haste makes waste, is it? Detours aren't my style. But I suppose there's no choice. Ich darf da nicht näher, oder wie? Ich darf da nicht näher, ja. Okay. Umwege, hä? Huh? Okay, der Bereich hinten ist jetzt abgesperrt. Gut, dass wir den schon ausgecheckt haben. Und, wie ich mir dachte, der eine Fels sah zu verdächtig aus. Den hat sie jetzt scheinbar weggebasht. Und wir können jetzt hier durch. Und mit ihr kann ich auch einfach rumlaufen. Schön. Der ist natürlich sehr angenehm und das war aber zu rot. Da innen treffen wir jetzt wieder auf einen Höllendämon. Könnte das denn... Batterieleistung hier lässt nach. Ja, ja, ist ja gut. Was sollte denn dieser Musikumschwung bitte? Hi auch. Ich will euch nichts Böses, okay? Aber ob die mir was Böses wollen, das sehen wir im nächsten Part. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir wollen uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Bayonetta 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.